Ich habe mir überlegt, ein kleines Side-by-Side der Mauser 08 und der Mauser P38 zu machen. Ich werde hier nicht auf die Historie eingehen. Das können andere viel, viel besser als ich. Ich möchte nur mal ganz kurz aus meiner Sicht darstellen, aufzeigen, wo vielleicht so die leichten Unterschiede sind. Zuerst fangen wir natürlich damit an, wir checken, dass die Waffen ungeladen sind. Das heißt, Magazin raus, Waffe ist entladen. Ebenfalls Magazin raus, Waffe ist entladen. Wir fangen mal mit der Mauser P08 an. Hier am Beispiel meiner DWM 1920 sieht man allein schon im Vergleich den Unterschied der Griffergonomie. Die 08 hat einen wesentlich stärker geneigten Griff als bei irgendwelchen anderen Pistolen. Ein bisschen vergleichbar ist das wie mit der modernen KK-Pistole von Ruger, die MK4. Und das macht ein Halten eigentlich und Zielen eigentlich sehr natürlich, weil man schon direkt in diese richtige Position reinkommt. Der Griff ist im Vergleich zur P38 um einiges kürzer, aber der Abstand vom Griffrücken zum Abzug verhältnismäßig lang, was eben an diesem Griffwinkel mitliegt. Die P38 hat einen relativ geradlinigen Griff, ganz leicht geneigt nur. Aber man sieht auch hier, und das sieht man wunderbar hier an meinem Finger, man kommt wesentlich besser an den Abzug dran im Vergleich zur P08, wenn ich richtig halte. Wir haben bei der 08 zum Beispiel keinen Verschlussfanghebel, was wir hier wiederum drin haben. Beide Waffen verfügen über eine Sicherung. Im Fall der P38 ist es ein Decocker, also ein Entspannhebel, plus Sicherung. Das heißt, die Waffe bleibt tatsächlich im entspannten Zustand, auch beim Abzug. Erst wenn ich die Sicherung auf Feuer stelle, geht der Abzug wieder nach vorne und die Waffe kann gespannt werden. Im Fall der 08 haben wir eine Abzugssicherung, die den Abzug komplett außer Gefecht setzt. Und erst wenn ich die Waffe, quasi die Sicherung löse, kann geschossen werden. Wir haben im Fall der 08 im Vergleich zur P38 hier einen reinen Single-Action-Abzug, der nur geschossen werden kann, wenn das System auch tatsächlich gespannt ist. Was hier? Double-Action, Single-Action. Die P08 seinerzeit, als sie entwickelt wurde, absolut ein Meilenstein der Technik, eine total konfuse Technik eigentlich, aber irgendwie auch hochinteressant mit dem sogenannten Kniegelenkverschluss. Kniegelenkverschluss deswegen, weil sich der Verschluss, der zieht hier das Verschlussstück nach hinten, während hier über dieses Gelenk das ganze Ding nach oben kommt. Das sieht beim Schießen immer ein bisschen total seltsam aus, wenn auf einmal der letzte Schuss der Ding so oben stehen bleibt. Ist aber eine absolut hochinteressante Technik, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier ganz traditionell bei der P38 den ganz normalen sich bewegenden Schlitten mit offenem Patronenauswurf, den ich hier bei der 08 übrigens auch habe. In dem Moment, wenn der Verschluss offen steht, ist komplett oben frei. Ich glaube, wer hier die P38 bevorzugt oder wer eine P08 bevorzugt, ist ziemlich wuppe, da wir hier uns eigentlich im Bereich der historischeren Waffen bewegen und damit, sage ich mal, glaube ich, weniger das Thema tatsächlich sportliche Leistung als der historische Sammelzweck oder wie auch immer im Vordergrund steht. Keine Frage, ich sag mal, es gibt die P38, gibt es in absolut jüngsten Versionen, ich sag mal, nicht ganz aktuelle Fertigungslinien, aber ich sag mal, bis ich glaube in die 60er Jahre wurde sie noch gefertigt und bei der Bundeswehr auch verwendet, bis in die 80er Jahre rein, glaube ich, wenn nicht sogar noch später. Und da war der Markt ziemlich geflutet von diesen Pistolenmodell P1, P38. Die aber dann im Vergleich zu dieser Version dann auch mit Leichtmetallgriffstück versehen waren und nicht mit einem Stahlgriffstück. Alles in allem macht das Schießen mit beiden Pistolen schon irgendwo Spaß. Sie sind beide
verhältnismäßig präzise. Hier scheitert es, wenn überhaupt, dann meistens am Steuermann, der nicht ganz so die Fähigkeiten besitzt, will ich mal freundlicherweise ausdrücken. Aber wie gesagt, ich persönlich schieße beide eigentlich relativ gerne, wobei ja das hier meine eigene ist. Die hier ist eine Leihgabe, die demnächst auch wieder zurückgeht zu seinem Besitzer. Und das war nur ein ganz kurzer Überflug der an meinem Fall, meiner eigenen DWM von 1920-08 und der 1943er P38.